Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens-Würzig. Ich bin der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Teams zeigen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. In dem heutigen kurzen Videoblog-Beitrag geht es um das Thema Vergleichen. Und zwar genauer genommen, sich vergleichen mit anderen. Vielleicht kennen Sie das auch. Sie haben eine Person oder vielleicht mehrere Personen da draußen, mit dem Sie sich vergleichen. Das könnten zum Beispiel andere Unternehmer oder Unternehmerinnen sein, die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen. Das könnten vielleicht Geschäftspartner sein oder Masterminding-Buddies, mit denen Sie arbeiten, Leute aus Ihrem Erfolgsteam. Ganz egal, Sie sehen diese Person oder diese Personen da draußen und irgendwas passiert. Also Sie posten auf Facebook so ein riesiger Erfolg. Sie haben Ihre Umsätze verdreifacht oder Sie haben in einem Gespräch mit Ihrem Masterminding Buddy gehört, dass Sie einen neuen Klienten oder Kunden an Land gezogen haben für 15.000 Euro. Und Sie sind da und sie denken sich, Gott, ja, wie schaffen sie das? Einerseits sind sie inspiriert davon, das stellt die Messlatte hoch für sie eventuell und das spornt sie an. Aber auf der anderen Seite fängt an, so eine kleine Gremlin in ihrem Kopf zu quatschen und zu reden. Ich nenne das immer ganz gerne the drunk monkey, also der besoffene Affe in deinem Kopf oder in ihrem Kopf. Und es sagt ihnen, ja, warum können sie das nicht schaffen? Sie sind nicht gut genug, sie sind nicht schnell genug, sie werden es nie hinbekommen. Warum kriegen andere das hin? Ich arbeite doch so hart und ja, ich schaffe das einfach nicht. Und da ist gewisserweise natürlich auch dieser Neidfaktor und ja, vielleicht beginnt, wenn Sie dem Gedanken zu viel Spielraum geben, eine Art von Spirale. Sie werden dadurch richtig deprimiert, vielleicht nur für einen Tag oder länger. Oder Sie schämen sich sogar innen drinnen sich tief und denken, ich schaffe das alles nicht. Also dieses Vergleichen ist wahnsinnig gefährlich. Das habe ich auch diese Woche für mich gemerkt. Es waren nicht nur die anderen, die mir gesagt haben, ich vergleiche mich mit anderen, sondern ich habe das auch betrieben. Und ich habe mich dabei erwischt, als ich mit meinem Coach geredet habe. Sie sitzt in den USA. Und ich hatte berichtet auch davon, also wie zwei andere, die ich kenne, da vorankomme. Und ich fühle mich, als würde ich hier an einer Ebene stecken bleiben. Und sie hat mir die Frage gestellt, is that thought empowering? Also ist dieser Gedanke, macht es dich stark? Also ist es förderlich oder ist es nicht förderlich? Und natürlich müsste ich einsehen, der Gedanke ist gar nicht förderlich für mich, weil wenn man daran festhält und in diese Energie geht, kann natürlich nicht was Positives, Kreatives, Tolles passieren, wenn ich in einem wirklich guten inneren Zustand bin. Und da wird es sowieso abgehen wie Fritz Katze, wenn ich in diesem tollen Gefühl bin. In diesem schlechten Gefühl bin ich noch viel weiter davon entfernt, dorthin zu kommen, wo die anderen sind, mit denen ich mich vergleiche. Insofern, klar, das konnte ich wieder natürlich anerkennen. Und ich habe auch was gelesen auf der Seite von Brené Brown, das wollte ich auch vorlesen, es ist auf Englisch. Und sie schreibt, I swim for many reasons, but none more important than the constant reminder to stay in my own lane. Nothing ruins my swim or my creative process more than comparison and competing. Sometimes I literally have to repeat, focus and be grateful for what's happening here. Okay, also da redet sie natürlich über Schwimmen und in seiner eigenen Bahn bleiben und sie fokussieren auf den nächsten, was sagt man, Stroke, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, und in dem Moment präsent sind, wie man selber schwimmt, seinen eigenen Schwimmstil beachten und nicht links und rechts gucken und in diesem Gefühl von Wettbewerb und Vergleichen, das ist
Todgefährlich, nichts anderes reißt einen aus diesem kreativen Zustand und diesem Zustand, der notwendig ist für mehr Erfolg im Leben, das ist klar. Und ein letzter Gedanke, den ich auf den Weg geben wollte, und das ist, hat jemand gepostet in einer Mastermind-Gruppe vor kurzem, was ich sehr interessant finde. Sie hat gesagt, sie war in letzter Zeit sehr erfolgreich. Sie hatte mehrere tausend Leute mehr auf ihre Liste bekommen von E-Mail-Abonnenten. Sie hatte gerade ein Programm auf den Markt gebracht und hunderte von Leuten haben sich angemeldet, bezahlende Kunden. Und sie war wie ein Stern am Himmel, wo wir alle sie auch angestrahlt haben in dieser Mastermind-Gruppe. Und sie hat unseren ganzen Gratulationen und Lob dankend angenommen, aber ich fand es auch sehr klug, dass sie einmal zurückgekommen ist und hat gesagt, ja, danke dafür und gleichzeitig möchte ich euch alle in der Gruppe ermutigen, weil das, was ihr jetzt seht, ist meine Showreel. Also das sind die glänzenden Erfolge, die jetzt gerade geschehen. Aber sie hat gesagt, ihr habt nicht gesehen, was ich in den letzten 7 Jahren an Kämpfe gehabt habe, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ich möchte euch erinnern, vergleicht euren alltäglichen Kampf nicht mit meiner Showreel. Und das passiert ganz viel da draußen, oder? Die anderen mit denen wir vergleichen, wir wissen nicht, was ihr Weg war oder auch heute ist. Man tendiert dazu, egal ob in Social Media, in seiner Marketingkommunikation, auf Facebook etc., die Glanzgeschichten zu zeigen. Wir wollen ja auch anderen damit anziehen und das ist auch gut und schön. Und gleichzeitig bleibt uns verborgen hinter diesem Licht, was manche vielleicht dunkle Stellen sind, die ebenfalls genauso wichtig sind, um dorthin zu kommen. Aber ja, wir vergleichen unsere alltägliche Situation mit diesen Showreel. Also machen Sie das auch? So oder so, drei Ideen auf dem Weg. Also sich die Frage zu stellen, wenn Sie sich erwischen, dabei sich zu vergleichen, zu fragen, ist das förderlich oder nicht förderlich? Hoffentlich werden Sie wahrnehmen können, dass es nicht förderlich ist und Sie geben diesem Gedanken nicht den Raum und machen einfach in eine andere Richtung weiter, dass Sie überlegen, schwimme ich gerade in meine Bahn oder gucke ich gerade links und rechts und mache mein kreatives Spiel kaputt? Und fragen Sie sich auch, bin ich gerade dabei, mein Alltag mit jemand anders sein Showreel zu vergleichen und ist das förderlich für mich? Okay, das waren meine Gedanken für diese Woche. Danke für die Geduld, dass es nicht so strukturiert war. Ich werde in nächster Zeit gucken, ob ich weiterhin so diese ungeplante Video-Blogbeiträge mache und meine Gedanken mit Ihnen teilen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, können Sie mehr davon bekommen, indem Sie auf meiner Website unter shellystevens.com gehen. Dort, wenn Sie meine Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Training und Presenting herunterladen, werden Sie automatisch eingetragen für meinen monatlichen Newsletter, wo Sie auf dem Laufenden gehalten werden mit genau solchen Videos, Gedanken und Strategien für sich und für Ihr Geschäft. Herzlichen Dank und see you online. Tschüss!